Den ersten Preis bekommt Anna Lagosch. Frau Lagosch aus Stuttgart im achten Semester an der Hochschule erhält im Rahmen der Kunstpreisausschreibung zum Aschermittwoch von der Jury, die am 15. Februar 2022 in den Räumen der FKS tagte, für ihre dreiteilige Arbeit mit dem Titel Nichtssagender Abfall und das Rätsel der Schönheit. Der Titel der Arbeit lehnt sich zwar dicht an das Ausschreibungsthema Schönheit statt Asche an, setzt aber andererseits und differenzierend eigene Akzente. Die Künstlerin teilt mit, dass missglückte Arbeiten, die sie als Abfall bezeichnet, Grundlage für ihre dreiteilige Serie seien. Offenbar hat sie diese Arbeiten nicht vernichtet, sondern aufbewahrt, sodass sie darauf zurückgreifen konnte. Entweder weil sie das unbestimmte Gefühl hatte, dass gleichwohl etwas Wertvolles oder, wie sie sagt, etwas Wesentliches darin enthalten sein oder wieder zum Vorschein gebracht werden könnte. Beides spielt eine Rolle. Das Wesentliche bezeichnet sie als geistige Wahrheit und das Wertvolle, das damit zusammenhängt, wird mit dem Begriff Schönheit angedeutet. Letzteres zu erfassen, das sei der Wunsch, teilt sie uns mit. Dieser Wunsch beinhaltet oder muss zur Folge haben eine Bearbeitung. Da muss etwas passieren, wenn man so sagen darf. Die Künstlerin ist aber keine Dichterin und auch keine Denkerin. Mit anderen Worten, was da gefordert ist, ist ein bildnerischer Prozess, durch den sie etwas herauszubringen beabsichtigt. Mir kommt das zunächst einmal so vor, dass sie etwas spürt, was sie am Wegwerfen hindert. Da ist etwas drin oder dran und etwas fehlt. So war bei ihren Ursprungsarbeiten, sie war bei ihren Ursprungsarbeiten auf einer Spur, teils unbewusst, expressiv, willkürlich, sagt sie dazu, nah hinzielen könnte man dafür auch sagen und mit beiläufigen Treffern ins Schwarze. Zugleich war eine darüber Macht gewinnen wollte, sie beherrschende, zur Geltung bringende, formale, bildnerische Intention am Werk von einer klaren, immer wiederkehrenden Formsprache, berichtet sie. Das eine konkurriert mit dem anderen, zwei Einstellungen, zwei bildgebende, zwei kreative Herangehensweisen, von denen jede die Oberhand behalten hat oder gewinnen will. Diese Spannung, diese Unentschiedenheit und Ununterscheidbarkeit muss aufgelöst werden, sonst bleibt das Werk unvollendet im Sinne von misslungen. Ein weiterer Gedanke kommt hinzu, die Frage, was bleibt? Diese Frage kann nur im Bild beantwortet werden. Außerdem hat die Malerin noch etwas im Sinn, wozu das Bearbeiten wichtig werden könnte, nämlich eben keinen Abfall zu produzieren, sondern einen Mehrwert zu schaffen. Ohne Sinn, jedoch schön, wie sie formuliert. Beim Stichwort Mehrwert ist man schon beinahe bei Karl Marx, aber sei es drum. Soll man von einer produktiven, bildnerisch einzulösenden Dialektik sprechen? Beim Stichwort Dialektik, das ist bei uns so üblich, wusste schon Wilhelm Hauff, konnte man, ich habe es vorhin schon erwähnt, natürlich unwillkürlich auf Hegel. Ob unsere Künstlerin eine Schwäbin ist, weiß ich nicht und ist vielleicht auch hier nicht so wichtig. Der Hegel aber war einer und er war nicht bloß Schwabe, sondern sogar ein gebürtiger Stuttgarter. Wichtig ist hier, dass bei Hegel dazu auch das Stichwort von der Aufhebung fällt. Das erinnert jedenfalls im Schwabenland daran, dass man nichts wegwirft oder vernichtet, sondern alles aufhebt. Für Hegel war Aufhebung ein ganz zentraler Begriff und ein Prozess, der sich in drei Schritten vollzieht. Ich nannte sie vorhin schon mal tollere, konservare, elevare. Also aufheben sozusagen dreidimensional. Einmal aufheben im Sinn von überwinden, negieren, dann aufheben im Sinn von aufbewahren und schließlich aufheben im Sinn von hochhalten, von hinaufhalten, von erhöhen. In etwas veränderter Reihenfolge kehren diese drei Elemente im Arbeitsprozess der Anna Lagosch wieder. Sie hat etwas verworfen. Es handelt sich um missglücktes oder wie sie sagt, um Abfall. Da er aus brennbarem Material besteht, hätte sie ihn auch vernichten können, Asche werden lassen, hat sie aber nicht. Sie hat, wenn ich vereinfachen so sagen darf, ihre missglückten Sachen aufbewahrt. Aufbewahrt, also aufgehoben, um sie sich dann noch einmal herzunehmen. Offenbar hat das Beiseitelegen zwar den Schmerz der Missbilligung, der im ersten Moment überwiegt, nicht restlos siegen können, aber auch die Hoffnung, ja leise Ahnung, es könnte vielleicht doch noch Brauchbares darin oder daran sein, nicht erstickt. Die Bildfolge der Malerin verwirklicht materialkonstruktiv diese Dreidimensionalität. Sie entsteht durch die diversen zum Einsatz gelangenden Gestaltungsmittel, das Kollagieren, also das Verwenden von Material und Farbüberresten bei der Bildfindung, dazu das technische Ineinander oder Miteinander von bildnerischen Handlungen mittels Zeichnung, Lasur und Malerei.
Gestalterisch nachvollziehbar begegnen darin Prozesse der Raumauflösung, der Raumentleerung und der Raumfindung, die sich in einer fast streitbar zu nennenden Auseinandersetzung zwischen Abstraktion, Konkretion und Figuration vollziehen. Was dabei sich aus einem Ungenügen heraus ballastartig ins Bild zu drängen oder im Bild zu halten versucht, erscheint als bedrohlich, wirkt in seiner Fülle und Akzentuierung verwirrend, es sprengt gerade dadurch den Rahmen und bedarf einer zugleich beruhigenden und intensivierenden, also nichtsdestoweniger machtvollen Zurücknahme, die ihr eigenes Format sucht und findet und rätselhaft genug sogar mit Kreuzverzicht raumerschließend ins Helle tritt. So viel zur ersten Preisträgerin, die meines